Compact Physics. Ich wünsche euch allen Happy Halloween. Ich bin hier gerade mitten im Wald, mache meine letzten Nachforschungen zum Thema Zombie und deren Science dahinter. Wir sehen uns morgen in der Früh, wenn ich euch Näheres über Zombies und Infektionsmöglichkeiten erzähle. Und hier bin ich auch schon. Die erste Frage, die sich jeder vernünftig denkende Mensch stellt, ist: Ein Zombie, ein fiktionales Element, wie kann ich das wissenschaftlich analysieren? Die Antwort liegt in einem mathematischen Modell. Wir wollen uns mittels einem mathematischen Modell klar werden, was passieren würde, wenn Zombies angreifen. Und dazu brauchen wir ein Basismodell und dazu ist jetzt euer Wissen für Zombies gefragt. Wer kennt von uns Zombie-Filme nicht? In Zombie-Filmen gibt es immer drei Opfergruppen sozusagen. Die erste Opfergruppe sind die lebenden Menschen sozusagen, die noch nicht tot sind und noch keine Zombies sind. Zweite Gruppe, Zombies, die leben noch, sind nicht tot und sind Zombies, sind keine Menschen mehr. Und die Gruppe 3. In unserem Fall dann Gruppe R, Removed, das sind Tote, die noch keine Zombies sind, noch Menschen sind, aber tot sind. Und die können jetzt miteinander wechselwirken. Und das ist unser Basismodell. Und in diesem Basismodell wird Folgendes vorausgesetzt. Pi, das ganz links steht, ist die Geburtenrate. S sind sozusagen unsere Opfer, die Menschen, die können zur Gruppe R werden. Also Menschen können sterben. S zu R über einen Parameter D. Das hat nichts mit einem Zombieangriff zu tun. Das sind die ganz normalen, krankheitsbedingten Toten. S kann zu Z werden. Menschen können zu Zombies werden, indem Zombies angreifen und den Zombie-Virus übertragen mit einem Übertragungsparameter Beta. Beta SZ ist sozusagen der Zombie-Film-Klassiker. Zombie greift Mensch an, Mensch wird zu Zombie. Aber zu einem Zombie kann man auch anders werden, indem er von R nach Z geht, also von den Toten. Die Toten können auferstehen und zu Zombies werden. R wird zu Z, wieder über meinen Parameter. Die einzige Möglichkeit, einen Zombie umzubringen, ist, in den meisten Filmen den Kopf abzuhacken oder das Gehirn in irgendeiner Weise zu explodieren mit einer Schrotflinte oder ähnlichem. Das ist mathematisch dahingehend, dass wir sagen, ein Übertragungsparameter Alpha SZ, sozusagen S Menschen, kämpfen mit Zombies und haben einen Übertragungsparameter Alpha, also haben eine sehr starke Waffe, die sozusagen Zombies tötet und zu den Toten zurückkehren lässt, die aber nicht mehr wieder zu den Zombies auferstehen werden können. Und was wir jetzt mit diesem Basismodell machen, ist, dass wir es über eine kurze Zeitperiode uns anschauen und vergleichen. Können wir Stabilitäten in diesem Modell feststellen? Das machen wir über Differentialgleichungen. Wir modellieren uns das auf Differentialgleichungen um, setzen diese Null, schauen sie im kurzen Zeitraum an und können jetzt zwei Szenarien ganz klassisch sozusagen uns vorstellen. Alle Menschen überleben, alle Zombies sterben. Z ist gleich Null. Heißt, die virusfreie Umgebung, so wie wir es kennen. Anderes, der Weltuntergangsszenario. Alle Zombies überleben, alle Menschen sterben. Und wir können uns zu jedem dieser beiden eine Jacobi-Matrix aufstellen und eine Determinante von dieser Matrix bilden. Und was wir sehen ist, dass die virusfreie Umgebung instabil ist. Die Determinante ist instabil. Im Gegensatz dazu, der Weltuntergangsszenario in unserem Basismodell ist asymptotisch stabil. Das heißt, wir haben verloren, wir Menschen, die Zombies übernehmen bei einem kurzen sozusagen Zombie-Virus-Ausbruch in kurzer Zeit sofort die Überhand, so wie es wir jetzt schön in der Grafik sehen und so wie wir es auch in sehr vielen Filmen kennen. Es gibt aber noch drei andere Arten, das Zombie-Modell zu entfliehen. Wir können unser Basismodell jetzt realistischer gestalten. Ob es realistischer ist, da könnte man streiten drüber, egal. Wir sagen, unser Opfer, was gebissen wurde, verwandelt sich nicht direkt zum Zombie, sondern hat eine gewisse Verzögerung. Und diese Verzögerung wechselt natürlich die Gruppe von Opfer zu infizierter Gruppe, die Gruppe I, so wie wir es jetzt sehen. Und woran liegt der Vorteil? Wir können jetzt von Opfer eines natürlichen Todes sterben und von infizierter Gruppe eines natürlichen Todes sterben. Der Rest bleibt identisch. Wir können uns wieder, wie gehabt, unser Weltuntergangsszenario anschauen und unser disease-free, sozusagen unser virusfreies Szenario anschauen und sehen, dass sich an der Zombification, an dem, dass die Zombies Überhand nehmen, nicht viel ändert. Das Einzige, was sich ändert, ist die Zeit, in der sie die Überhand nehmen. Wenn wir im Basismodell bei circa einem Schnittpunkt von 3 die Zombies die Überhand nehmen, haben wir es zwischen 4 und 5 jetzt bei diesem Modell zu tun. Nächstes Modell. Unser vorletztes Szenario wirkt ein bisschen sehr kompliziert, ist es aber im Endeffekt gar nicht. Wir sagen jetzt, wir können die infizierten Gruppen wie die Zombie-Gruppe in Quarantäne setzen.
zumindest einen gewissen Teil mit Parametern. Das ist unsere Gruppe Q jetzt, die zu unserem Basismodell hinzukommt. Und in dieser Quarantäne können natürlich diese Infizierten oder Zombies probieren, auszubrechen. Auszubrechen, aber sie schaffen es nicht. Sie werden somit getötet und wandern mit einem gewissen Parameter in die R, in die Remove-Gruppe zu den Toten zurück. Standard bleibt dasselbe. Wir machen die Differentialgleichungen, die sie jetzt sieht, für das Basismodell und schauen uns wieder unsere Determinanten für die zwei Möglichkeiten, Weltuntergang oder Disease-Free an. Und was sehen wir? Die Zombies übernehmen wieder die Überhand. Wir können es nur wieder ein bisschen herauszögern. Alle Menschen sterben. Im nächsten Modell ist das jetzt nicht mehr so. Und wir assoziieren im nächsten Modell eine Treatment-Methode, sozusagen ein Gegenmittel gegen diesen Zombie-Virus. Wie schaut dann unser Basismodell aus? Eigentlich gleich wie im anderen Fall. Quarantäne fällt jetzt weg, das lassen wir weg. Der einzige ist, von der Gruppe Z, von den Zombies, können wir wieder zurück in die Opfergruppe, also zu den normalen lebenden Menschen, die noch nicht tot sind, zurückkehren, über einen gewissen Parameter. Und das hat jetzt weitwirkende Ausfolgen, weil zum ersten Mal können, wie wir in der Grafik sehen, mit derselben Methode wie immer, ein kleiner Teil der Menschen überleben. Die Zombies übernehmen natürlich wieder die Überhand. Das heißt, wir haben mehr Zombies in unserem System als Menschen, aber es überlebt constantly immer die gleiche Rate an Menschen, die dann natürlich viel niedriger als die Zombies selbst sind. Und das kennen wir aus sehr vielen Filmen. Zusammenfassend können wir jetzt sagen, dass wir eigentlich als Menschenrasse keine Chance gegen diese Gott sei Dank nur fiktional angenommene Zombie-Kraft hat. Wir haben gesehen, im letzten Fall, wenn wir ein Gegenmittel entwickeln und das auch nur in einem sehr schnellen Zeitraum, könnten wir die Zombies, sozusagen ein kleiner Teil der Menschheit, überleben. Sonst ist das kaum möglich. Was wir aber auch zugeben müssen, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass die Mathematik eigentlich viel lebendiger ist, als es in der Schule oder auch im Studium jemals dargelegt wird. Wir können mit der Mathematik sehr viele Möglichkeiten sozusagen modellieren und uns sehr anschaulich und auch auf vernünftiger Basis überlegen, selbst wenn diese ganzen Sachen fiktional sind und niemals eintreten könnten. Also Thumbs up für die Mathematik. Danke fürs lange Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls es so ist, dann lasst es mich wissen mit einem Thumbs up, teilt das Video oder schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich würde gerne weiter diese Specials machen, wenn sie gut ankommen. Also lasst es mich ruhig wissen. Sonst würde ich mal behaupten, verbringt Halloween noch schön. Wir machen weiter mit dem normalen Sonntagsprogramm. Wir sehen uns diesen Sonntag wieder und auch nächsten, wie immer. Subscribe nicht vergessen. Verbringt den Halloween schön, wie immer. Stay compact.